Moin Moin, werten wir den nächsten Beleg aus. In diesem Beleg sind Sie, die Viking IT Service LEC GmbH Filiale Nebel, der Absender. Empfänger ist die Tourismusförderung Angeln GmbH. Es handelt sich also um eine Ausgangsrechnung, Ihre Rechnung an den Kunden. Als Geschäftsvorfall halten wir fest, dass Sie die vorhin eingekauften 20 Lenovo Notebooks an die Tourismusförderung Angeln GmbH verkaufen. Warenwert 6.279 Euro, zuzüglich Umsatzsteuer 1.193,01 Euro, ergibt einen Rechnungsbetrag von 7.472,01 Euro. Was steckt buchhalterisch hinter diesem Beleg? Sie fordern von der Tourismusförderung Angeln GmbH Geld, also hat das Vermögen in Form der Forderungen einen Wertezufluss. Forderungen gehören wie bereits Bank zu dem Vermögen der Filiale, da es sich um Werte handelt, die im Eigentum der Filiale stehen. Im Rahmen dieses Warenverkaufs haben Sie Ware abgegeben. Daher liegt bei den Erträgen, genauer beim Warenverkauf, ein Werteabfluss vor. Gleichzeitig erfolgt ein Werteabfluss bei den Schulden in Form der Umsatzsteuer, denn Umsatzsteuern sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt. Ergänzen wir unsere grafische Darstellung. Das Vermögen, konkreter die Forderungen, weisen einen Wertezufluss in Höhe von 7.472,01 Euro aus. Im Umfang des Warenwertes erfolgt ein Werteabfluss beim Warenverkauf. Der Warenverkauf ist Ertrag der Viking IT Service LEC GmbH Filiale Nivel, denn er ist die Leistung Ihrer Filiale. Gleichzeitig erfolgt ein Werteabfluss bei den Schulden, denn die Umsatzsteuer stellt eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dar. Merken Sie sich, solange ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt hat, hat er Schulden uns gegenüber, die wir Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen nennen. Erträge sind die Leistungen unserer Filiale. Verkäufe buchen wir als Ertrag. Die Umsatzsteuer ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Sehen Sie, Sie entwickeln Routine bei der Auswertung von Belegen. Gehen wir den letzten Beleg an.